Als nächstes kriege ich für die Schatze sogar diesen Pacific Palm Skin. Mm. Continue. Katschunk, tschunk. Oh, eigentlich kann man. Oh, ich vergesse immer die Minen zu legen, aber die können wir wahrscheinlich voll gut auch da reinlegen in diese Gänge. Aber noch keine coole Bemalung für die 12G Automatic. Oh, ich finde ja die Ghost-Bemalung sexy. Oh. Gold-plated sieht aber auch sehr gut aus. Nach meinem Job geht, vielleicht gibt es irgendwas Nettes. Ah, so viel Geld habe ich doch nicht. Ich bin auch ein armer Schlucker. Da wird gelacht. Ja. Haben Sie etwas zu sagen? Nein. Drucke es digital aus. Dieses, ja. Dieses Capture sieht immer ganz geil aus. PDF. So, gib ihm. 2 Meter mehr tödliche Range will ich jetzt sehen. Seid ihr alle schon dem Huso-Platoon beigetreten, dann habt ihr eine geile Bemalung auf eurem Gewehr. Wie machst du das? Wenn du im Hauptmenü bist, oben auf diese 3 Striche, also oben links, und dann auf Platoon suchen, hurtige Soldaten, und dann hast du wieder das Huso-Tag, so wie ich. Da sind die Husos wieder unterwegs. Oh ja! Arsch! Oh ja! Ich hab geknuspert. Oh. 2 Meter sind 2 Meter. Oh Gott. Ganz vergessen, wie lange es dauert, wenn man nicht Medic ist. Es sollte ja nicht. Flammenwerfer. Haben wir jetzt beide Flammen hochgeschmissen? Die scheiß Schrotlinde, ja. Alter! Ich feckte die alle nur an, du Elender. 2 Meter sind 2 Meter. Oh mein Gott, ich hau sie alle! Oh, Granate. Oh, jetzt kommen sie von oben nochmal. Ja, fuck it. Da will ich nochmal rein. Oh, da will ich doch nochmal rein. Oh, wo ist ein Medkit-Spender? Oh, da kann man natürlich auch sich hochsneaken. Oh. Ganz viele Minen. Katana! Machst du mit dem Katana die Minen weg? Nee. Marv, Minen. Sag mal. Oh mein Gott, ihr seid goldig. Marv entschärft das selber. Dave entschärft das selber. Das sind unsere Minen? Okay. Na, komm schon wieder, Flammenwerfer, Spasti. Alles nachladen. 1 Sekunde. Hier kann man eine Leiter bauen. Das ist ja auch gut zu wissen. Ey, diese 2 Meter mehr Range mit dem Ding ist lächerlich stark. Damit kannst du richtig auch durch die mittellangen Tunnels ordentlich wirken. Die mittellangen Tunnel. Naja. Zum Beispiel. Den zum Beispiel. Oder den zum Beispiel. Uiuiui, Kevin. Alter. Oder den zum Beispiel. Yes. Oder den zum Beispiel. Oh, du liegst da echt merkwürdig. Okay, jetzt. Oh, ich höre Trapseln. Achso, Marv. Okay. Irgendwer ist in die Mine gerannt. Ich wusste doch, irgendwann tatsächlich aus sie zu legen. Ist das jetzt unsere Kreuzung? Glaube ich schon. Wieder hoch. Wo ist hoch? Ach, da hoch. Wo sind denn gerade? Von wo kommen sie denn gerade? Oh, da oben? Okay.
Jetzt holen wir doch den Revolver raus. Oder den Rezwölver. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Manchmal frage ich mich dann, ob ich es laut ausgesprochen habe oder nur gedacht habe und dann gedacht habe, nee, mach's nicht, ist dumm. Aber manchmal. Ja. Meistens kommt es doch raus. Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig, dagegen anzukämpfen. Der Rezwölver. Oh, nee, die sind da ganz am äußeren Rand, okay. Die sind oben bei den Kanonen gerade. Ja, nee, dagegen komme ich nicht an. Aber ich heb dich auf dafür. Danke. Nee, nee, ist egal, zwei mehr. Ich geh wieder zu meiner Kreuzung, da sind zwei Leute! Und sie sind alle tot! Triple Kill! Dieses Gewehr! Oh, dieses mit Durchschuss ist auch geil. Oh mein Gott, das ist die geilste Shotgun-Runde der Welt. Oh, ich höre hier Leute rennen. Erwarten wir sie doch. Sobald Rauch in den Dingern ist, macht das Katana so einen Spaß. Nein, sie heben sich auf. Sie kommen hier von links. Also, links ist relativ, gebe ich zu. Sie kommen aus diesem Tunnel, vor dem ich tot liege. Jetzt, auf. Sind sie in unserer Kreuzung? Oh nein. Ach, diese Aussicht. Warte kurz. Ja, es sind drei Leute auf meiner Leiche. Oder du hast wahrscheinlich mit mir geredet. Okay. Ja, ich mein Marvin. Alter, Kevin, wie machst du das, ey? Alter, die Shots ist der Hammer. Ja, ich meine, ich spiele die auch. Du bist gerade umgestellt von Schrot auf Flintenlaufgeschoss. Nee, nee, Schrot ist Beste. Also hier in den Tunnels ist doch, also bitte. Also wenn du mit dem Flintenlaufgeschoss triffst, ist auch gut. Ja, aber Schrot muss halt nicht treffen. Du schießt einfach durch drei Leute durch. Außerdem ist das unsere Kreuzung. Du musst einfach nur unsere Kreuzung halten. Dann ist gut. Jetzt kommt hier gleich wieder einer rausgeschissen. Nee, doch nicht. Klang nur so. Ich glaube einfach nicht. Ich hab deren Sprengfall in die Luft gejagt. Deswegen klang das so. Wir eilen. Okay. Es könnte schwieriger werden als gedacht. Warte, warte. Steht nach oben. Geht wieder zurück. Ah. Hat er sich wieder hochgeheilt? Das war super doof, Köln. Ich wusste, dass ein Medic ist. Ich hatte ihn recht weit runtergeschossen. Aber er hat sich wieder hochgeheilt. Gucken. Hi. Ja, okay, geil, hol dich. Geil. Danke. Oh, oh. Es pfeift in unserem Flur. Hätte auch vorbeigeschossen. Oh, lebt er noch? Oben ist tot, ne? Ah, links an meiner Leiche, zwei Stück. Ja, egal. Erstmal aufheben. Ja. Wenn er reinkommt, direkt links. Nope. Nope, 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 nope. Mein Gang ist clear. Aber anscheinend alle gingen da rum nicht. Auf Distanz ist ja halt schon nicht so geil. Doch! Ja, für die Distanz habe ich einen Revolver dabei, tatsächlich. Ja, soll ich das auch mal einpacken. Das ist echt praktisch, die längere Gänge hält man halt mit dem Revolver runter. Da sehe ich ja schon wieder Feuer. Wow! Da haben wir zwei Leute runtergesprungen. Oh, da liegt zu viel. Sorry, da liegt zu viel Feuer in dir. Gibt's hier eine Medkit Supply Kiste? Oh ja, schön. Das ist ein geiler Sunny. Komm mit Flammenwerfer hin und halt mich dann. Oh, sie kommen von den Kanonen rein. Drei Stück, vier Stück, fünf Stück. Oh oh.
Squad Kill Assist. Zwei. Einer ist hier noch hinter dieser Ammo-Kiste und draußen an den Gewehren. Ja, da kommt immer mehr. Immer mehr. Ein Ammo-Kit von mir. Ah. Ich darf nicht mit euch unterwegs sein. Das ist schlecht für meine KD. Shit. Lag noch einer drin. Scheiße. Ja, nee, ich spawn jetzt wieder random. Das funktioniert so nicht. Seit ich mit euch unterwegs bin, habe ich zwei Kills und kein. Zwei Tote und keinen Kill gesammelt. Wenn ich alleine unterwegs bin, geht's einfach. Dame, Kevin. Ihr zieht mich runter. Marv zieht mich runter. Ich nähere mich schon seiner KD an. Wie lächerlich ist das denn? Na ja, doch, ich spawn mit Marv. Ist okay. Ist alles vergeben und vergessen. Oh. Macht uns alle drei weg. Major Schröder. Krass. Glück im Unglück. Boah. Revolver ist doch gut. Ja? Wieso wird das angezweifelt? Ich will nicht hoch. Von unten, von der Kreuzung kommt einer. Zwei. Sehr gut. Nachschieben. Oh, da ist wieder einer mit dieser Riesenrabottel. Aber dafür haben wir ja den Revolver. Oh. Oder das. Jetzt soll es natürlich einfach einer. Ey, wer spielt denn noch MP40? Das ist immer noch ein geiles Gewehr. Nee, die ist durch so viel andere Gewehre abgelöst. Also, funktioniert aber gut für ihn. Ja, Type 100, aber. Oh, ich bin ja mit dem Club laufen, ist doch kacke. Immer antizyklisch. Ja! Ah! Ich bin tot. Ist wieder einer von oben mit der Typ 2A in die Höhle gehüpft. Ja, der Typ 2A ist schon eine geile Knifte für die Map auch. Also. Aber der ist auch nicht sonderlich besser. Hm? Was war das denn? Irgendeine Minenkettenreaktion wurde ausgelöst, was alle Minen hier hochgejagt hat. In der Haupthöhle sind wieder viele drin. Shit. Ich habe die Orientierung kurz verloren. Der Katanas. In meiner Leiche drei Stück gehen in die Höhle nach oben. Einer läuft außen. Da schießt er erstmal erratisch rum. ZH29, genau. Ich treffe auf den einzigen Sniper in diesem Spiel. Was ganz Besonderes, Marv. Hey. You owe me one. More ammo. Komm, noch einmal Katana-Kills jetzt.
Ich bin wieder in meiner Kreuzung. Hier fühle ich mich am wohlsten. Zwei Kills noch. Einer noch! Oh, Katana, Katana. Da ist er. Katana Kill. Hört, das waren doch schon zwei Kills. Was will das Spiel noch von mir? Geht doch! Hey, zwei Kills mehr als die letzte Runde. Also von den übergebliebenen Tickets. Ich finde es frecher, dass du über mir stehst. Was? Ja. Ich habe vier Kills mehr und ein Kill weniger. Also ein Tod. Naja, ich bin halt sozialer Teamplayer. So, ne? Fick dich. Alter, Level 3 für die 12G. Level 4, großes Magazin, jetzt geht's rund. Wie sagst du die mehr gelevelt schon als ich? Na, das ist früh angefangen, war. Ja. Macht Sinn. Ey, da waren aber schon ein paar Highlights heute bei, ey. Lecco mio. Oh ja, Durchschuss. Oh, dann würde ich noch mehr Triple Kills machen. War nicht mal irgendwie ein Assignment, mache Triple Kills? Und ich dachte so, wie geht das? Jetzt weiß ich's. Diese Map und eine Schrotze. Auch Optiskin drauf, wichtigste. Wie hässlich diese neue Waffe gehalten wird, das regt mich auf. Das hält man die wirklich so? Ich meine, so krüppelig so, das kann doch nicht sein. Halte ich die genauso, wenn ich so auswähle? Ja, ja, natürlich, die halten alle so scheiße. Bei mir hält er so vor die Brust eigentlich. Ja, okay, aber trotzdem, ich meine, dass die Hände so eng beieinander sind, stört mich. Oh shit, die Map, okay. Was haben wir noch für Assignments offen? Was? Jungle Carbine. Wunderbar. Wir wissen jetzt ja auch, dass hier außen was geht. So ungewohnt, nachdem man die ganze Zeit dieses runde Visier gesehen hat, jetzt dieses wieder vier Striche. Goldene Matzen. Einer ist in die Kanone gegangen. Nicht mehr. Er lernte schnell, dass Leute auf diese Kanone gucken. Oh shit. Es fühlt sich gut an, wieder Medic zu sein, ne? Oh, shit. Oh, fuck. Mit der Skillung müsste ich jetzt aber was anderes als einen Revolver mitnehmen. Das brauche ich eher was Nahkampf. Gibt es eine Shotgun als diese Sword of? Nein. Das gab es in Battlefield 4, wa? Ja. Diese, die war geil. Oder die Lewis Gun. Ja, dieses Maris Leg, wie die hieß. Dieses Karabiner-Ding. Das war ganz witzig. Wenn man Nahkampfkniften hatte und dann trotzdem etwas wirken konnte auf die Distanz. Dann an der Kanone. Ja. Yep. Richtung Westen. Hat mich erwischt. Oh, sitzen an zwei Kanonen. Frechheit. Niemand hier? Absolut niemand? Also sehr schade. Oh doch, da kommt einer. Geil. Und hungry. We have taken the lead. Boah, ich fühle mich mit der Jungle hier echt ein bisschen zu nackig. Vielleicht mache ich was kleineres als das Zweifach-Scope drauf sogar noch. Vor allem, wenn gegen Leute mit dem Typ 2A kämpft aus einem Meter Entfernung. Uff. Uff. Ja, auf meiner Seite sind sie gerade vom Laufen her. Fünf Leute auf meiner Leiche, sechs. Alle hier hinten in dem Durchgang. Falls euch mein Ping was nutzt. Hier sind sie alle. Nope. Nutzt du nicht. I tried. Ah, Jungle Carbine Level irgendwas. Oh, danke, Munition. Nichts lieber als das. Nehm. Naja, hab ich schon. Ich hab dir dafür sogar Medkit gegeben, was Sinnvolles. Was? Wie konnte das ein Suppression Assist sein?
Ich muss wieder mehr Land gewinnen, ey. Das geht so nicht. Muss irgendwo schön weit weg sein. In Ruhe mit der Jungle anzulegen. Nicht dieses Nahkampfgefragge. Aber man kann ja bis zu dem Wasserturm da hinten eigentlich. Ach, Dave. Keiner Kerl. Nope. Nope. Ist so geiler Kerl. Boah, vielleicht mache ich einfach mal so ein Holo auf die Jungle. Ultimative Sakrileg, ich weiß, aber. Geht das? Nicht? Weiß nicht. Was ist denn das Kleinste, was du drauf machen kannst? Ich weiß gar nicht, ob die Holo hat. Hat nicht jede Waffe Holo? Nee, ich glaube, die hat einen Kim und Korn maximal. Kim und Korn ist wieder unübersichtlich. Standard ist 1,5, Predator ist 3 und 1,25 und 2. Ja, okay. Aus 1,5, also 1,2. Du hast 1,25 drauf? Nee, aber das hört uns eh nicht, also das sinnvollste. Ausprobieren. Im Nahkampf kannst du das Ding aus der Hüfte schießen. Ja, das stimmt. Und mit dem 1,25 kannst du noch so ein bisschen so, also weißt du, das ist ein relativ schmales Funfall. Oh ja. Ups. Ach, der ist in uns drin! Mit dem Katana! Das habe ich nicht gecheckt. Von überall wird geschossen und er rennt mit dem Katana durch uns durch. Ist ja auch ein bisschen frech. Aber Medics sind da. Oh, es fühlt sich so ungewohnt an, dass man, wenn man dieses 1,25 durchguckt, dass nicht so ein schwarzer Rand kommt, sondern man noch alles drumherum sehen kann. Ich komme nicht weg aus diesem Todeskessel gerade. Die holzen da von oben rein mit ihren MGs. Jetzt bin ich weggekommen, aber nicht wirklich, wie ich wollte. Oh, jetzt schänden sie meine Leiche. Diese Amis. Oh, ich mach auch dafür das Zweifache drauf. Wobei, ich will noch ein bisschen versuchen mit dem 1,25-fach. Das ist echt witzig. Oh, nee. Boah, ist das nervig. Ich vermisse das Zweifach-Scope jetzt schon, ey. Wobei, das geht echt gut. Ach, vielleicht vermisse ich es auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, Dave. Du hast mir jetzt da gerade in ein Dilemma gestürzt. Das 1,25 macht echt Spaß auf der Jungle. Also ungewohnt, dass man nichts sieht, wenn man reinzoomt. Was dafür trifft man auch. Oh, zu dritt, ihr Wichser. Erstmal anzünden, dann hochheilen. Dann peinlich daneben schießen, weil man doch ranzoomt aus Reflex. Ah. Ja, aber von dem Mob wurde ich auch getötet. Okay. Meinst du, sag ich mir nicht ganz so schlecht? Oh, ich auch schon wieder. Boah, Jungle macht nicht so viel Spaß wie gerade eben die Shotgun-Runde. Wir verlieren auch. Das ist ungewohnt. Hat der Server einfach mal durchgemischt. Nach 4 Wins am Stück.
Vor uns, safe vor uns. Kill Assist 83. So, guck mal. Ich hab wieder den Ding tot bekommen. Eine Matze. Ha! Ha! Ja, das 1,25 geht. Hier kriegst du so ein Medkit reingeschmissen. Oh, noch einer? Nee. Gib mal eins. Ja, hast du. Schießen aus diesem Durchgang da. Ist jetzt rechts ums Eck gelaufen da. Schießen aber von oben wieder. Laufen rein. Oh shit, nachladen. Marv kriegt ein Medkit. Ich muss kurz nachladen. Steht wieder einer in dem Gang. Laufen rechts hier rum, laufen rechts hier rum. Oh, der Arme. Wow, nur suppressed. Okay. Von mir aus. Lass ich durchgehen. Hüpft einer hier gleich rüber über den Hügel? Es ist so dumm, einzelne Schüsse in die Jungle nachzuladen. Ich bin auch mal zu geizig, einen Schuss ins Nichts abzugeben, um den Clip reinzuschieben. Das ist so dumm. Sie sind in dem Bunker hier drin. Feuer heiß. Von hinten! Also von Richtung. Ah, rennt weg. Ist egal. Feige Sau hat sich verpisst. Oh, geil. Er ist wieder rausgerannt gekommen. Ja. Sehr schön. Seid ihr noch hier? Ja. Ups. Snipen die hier rüber, ey. Dave, du brauchst ein Medkit, da hast du eins. Von wo wird denn hier geschossen? Durch diesen Gang? Ich komme aus der Mitte hoch hier. Ja. Ups. Denke ich. Ah. Ah. Oh boy. Typ 2 halt. Warum kill ich keinen von denen? Mudo. Ja, du brauchst mit dem Losgang halt unfassbar viel Schüsse. Dave! Oh, was? Oh, fuck. Hä? Ich muss nur das Marv aufheben. Heißt nicht, dass ich nicht aufhebe. Was ist da denn los? Oh, das ist in dem Bunker. Und dahinter sind 5-6 Stück. Ja, da habt ihr es mir nicht leicht gemacht. Oh shit, der rennt einfach um den Rauch rum, oder? Ja. Ich hab euch trotzdem beide. Weil ich euch lieb hab. Jetzt fuck it. Weg hier. Ach, ich hab gedacht, weg hier! Schießen sie von oben! Doppelkill. Medkit für dich, Medkit für dich. Medkit für dich. Medkit für dich. Moon für mich. Wirklich sauber alle tot, weiter geht's. Ui! Schmeiß eine Feuergranate näher. Da brennt was. Hm. Ist es gutes oder böses Brennen? Böses Feuer. Ja, shit. Der den Feuer? Ja. Alter. Ich komme gerade nicht dazu, Feinde zu sehen. Ich bin nur beschäftigt mit euch aufheben. Schon ein bisschen krass. Ja, wir sind ja auch echt so von unten nach oben kämpfen, ist immer scheiße. Ich schmeiß euch einfach nur Medkits rein, ey. Der Hammer. Ich bin nur ein Tic-Tac-Spender. Ja, komm. Gegen Uhrzeiger sind wir zirkeln. Laufen wir nicht gerade mit dem Uhrzeigersinn? Ja, ich lauf Marvel hinterher. Kommen von oben aus der Mitte raus. Ja, Kevin. Ich nebel. Weg hier. Oh, ich bin leer. Was? Du bist Moon. Ja, ich sag's ab. Alles.
Oh, das ist ein Flammenwerfer, Hans. Woran erkennt man den? Er trägt einen Flammenwerfer. Ah. Ich dachte, er leuchtet rot. Oh, Flammenwerfer Heini kommt. Was hat das Ding für eine Range, Schießt Alter? Aber auch nicht, ey. Da ist einer hier. Und ich treffe ihn nicht, weil ich schlecht bin. Fuck. Oh shit, Marv. Ey, ich sehe diese Trussnell da echt nicht. Vorne, vorne lagen welche. Richtung Mitte hier. Über Medkit bitte. Bitte sehr. Ja. Ah! Oh, Feuer. Boah, das gibt's ja überhaupt nicht. Können wir den besuchen? Ja. Oh, shit, von hinten! Oh, hat er's aufgeräumt. Jetzt nein, das kann mich nicht mehr umdrehen in der Zeit. Mach ihn tot! Hör uns auf! Alter! Mach ihn tot! Hör uns auf! Habt ihr euch schön aneinander vorbeigeschossen und dann nur der Axt. Yes! Unlimited! Power! Ja, es wird trotzdem nix da. Aber knappig. Ich meine, wir haben immer so mit 50 Tickets Überschuss gewonnen. Die gewinnen vielleicht mit 5. Wenn wir jetzt weiter uns aufheben, brav, und Leute erschießen dabei, könnte das ganz gut enden. Ich sehe bloß keinen. Ich auch nicht. 6-14. Na, Alter. Schon geil, dass die Jungle Headshots. Also die Jungle Headshots sind sehr gut und sehr nötig. Was? Da liegt doch einer. Jawoll! Oh, shit, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Fuck! Okay, mit der Sten! Mit der Sten holst du davon aus den Büschen, ey. Das gibt's nicht. Oh, geil, ist er noch da. Habt ihr den mit der Sten erwischt? Nein, hatte ich. Nee, Sten ist auch noch da. Der ist noch direkt dahinter, direkt dahinter. Nach unten Richtung Wasser. Ah, oh, von vorne wieder. Oh shit, da sind noch mehr! Oh, wir haben es sauber gehalten, mit Jungs. Fünf. Mit 5 haben sie gewonnen. Ja, yes. Called it. Wir haben immer noch eine 0 daran gehangen. Mal wieder in den Chat einblenden, habe ich jetzt ewig ausgehabt. Huso Ishimuro. Naja, wir waren erster. Jawoll. Aber mit 4000 Punkten Abstand, ey. Und in einem Spielmodus, wo du keine Punkte für was anderes als Kills bekommst. Vor allem unser vierter Mann war letzter. Oh. Ist halt der Anus. Was willst du tun? Der ist halt unten. Jungle kam in Level 9.